A3.0. Der Wert eines 2 Jahre alten Gebrauchtwagens beträgt derzeit 12.750 Euro. Seit dem Neukauf hat das Fahrzeug jährlich 16% an Wert verloren. Bei gleichbleibendem prozentualen Wertverlust lässt sich nach x Jahren der Zeitwert y Euro des Wagens durch die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 12.750 mal 0,84 hoch x mit Grundmenge gleich reelle Zahlen plus 0 Kreuz reelle Zahlen plus 0 beschreiben. A3.1. Ergänzen Sie die Wertetabelle auf Ganze gerundet. Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem. Erst nochmal überprüfen, auf wie viele Stellen man eigentlich runden soll. Und hier ist es jetzt auf Ganze runden, also keine Kommastellen. So, dann gilt es, die Wertetabelle auszufüllen. Das funktioniert am einfachsten mit der Tabellenfunktion des Taschenrechners. Wer sowas nicht hat, muss halt das entsprechende x, also den Wert für x, immer hier für das x in unserer Funktion einsetzen. Also an der ersten Stelle 12.750 mal 0,84 hoch 0, beim zweiten Mal hoch 2, beim dritten Mal hoch 4 und so weiter und so fort. Den ersten Eintrag, den kann man sogar schnell im Kopf ausrechnen, weil 0,84 hoch x bzw. hoch 0 ist gleich 1 und dann wäre es 12.750 mal 1. Und das sind, ich sage, das bleiben 12.750. So, die nächsten füllen wir jetzt mit dem Taschenrechner aus. Dafür gehen wir auf y ist gleich, geben hier jetzt die Funktionsgleichung ein. Also die 12.750 mal 0,84 hoch x. Und gehen dann auf Table. Ich habe jetzt hier in den Einstellungen in Table Set die Settings schon auf User umgestellt, damit ich meine speziellen Werte eingeben kann. So, schauen wir nochmal nach. Wir brauchen die Werte 2, 4, 6, 8 und 10. Also geben wir die einfach ein. Ja. 2, 4, 6, 8 und 10. Und jetzt haben wir schon die dazugehörigen Funktionswerte. Aufpassen immer auf ganze Runden. Das wären 8.996, 6.348, 4.479, 3.160 und 2.230. Das übertragen wir jetzt in die Tabelle. So, als nächstes heißt es ja, zeichnen Sie so dann den Graphen zu f in das Koordinatensystem. Das Koordinatensystem ist schon vorgegeben. Wir müssen jetzt nur die entsprechende Punkte einfach hier eintragen. Also für den x-Wert 0 haben wir einen Wert von 12.750. Da ergänze ich mal schnell das Koordinatensystem. Und hier haben wir 14.000. So, dann, erster Wert bei 12.750. Ist ungefähr hier. Zweiter Wert bei 8.996. Für x gleich 2. Also hier ungefähr. So, bei 4 sind wir 6.348. Bei 6 4.479, bei 8 3.160 und bei 10 2.230. So, jetzt sehen wir schon, es gibt hier so eine Kurve und die müssen wir uns auch so gut wie möglich ausmalen. Der kann vielleicht noch ein bisschen höher. Und keine Ecken und Kanten reinbringen. So.